Ja, Monetik, Glitch TV hat ein neues Video für euch. Und heute zeige ich euch einen richtig geilen Glitch in Call of Duty Black Ops 3. Und heute zeige ich euch, wie ihr eure Gruppe im Jahr 1963 erstellen könnt. Das ist auf jeden Fall auch richtig geil und ich denke mal, der Founder dieses Glitches bin ich, Glitch TV. Also es wäre auf jeden Fall schon richtig nice, wenn ihr mich erwähnen könntet. Und falls ihr den richtigen Founder kennt, dann sagt mir einfach Bescheid. Es kann auch sein, dass ich mich irre. Als allererstes müsst ihr bei der PlayStation 4 auf Datum und Uhrzeit gehen und dann müsst ihr euer Datum auf 2099 stellen. Habt ihr das dann gemacht, müsst ihr einfach bloß noch diese Meldung mit X bestätigen und wieder zurück in Black Ops 3 reingehen. Jetzt bekommt ihr unten die Ladeschnecke mit dem Treyarch-Zeichen und dann werdet ihr schon aus dem Online-Support rausgeschmissen. Nun müsst ihr einfach wieder X drücken und in den Online-Modus reingehen. Das kann ein bisschen dauern, weil die Ladezeiten etwas länger dauern als normalerweise. Ihr werdet es auch hier im Hintergrund feststellen können. Ich bin jetzt schon wieder im Online-Modus drin und alles, was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst auf Gruppen gehen und dann müsst ihr einfach nur noch eine neue Gruppe erstellen mit einem Namen. Es ist vollkommen egal, welchen Namen ihr da nehmt. Ihr könnt alles normal machen. Ihr könnt einfach ganz normal eine Gruppe erstellen. Und seid ihr dann unten auf Gruppe erstellen gegangen, werdet ihr schon feststellen, dass bei euch da steht, dass ihr die Gruppe 1963 erstellt habt. Und das sieht auf jeden Fall schon richtig korrekt und richtig geil aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Das Like hier für dieses Video, würde ich mal sagen, sind die 2 Likes. Wenn wir das auf jeden Fall schaffen, wäre das richtig cool. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.